Hallo, liebe YouTube-Menschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und noch nicht die Hoffnung aufgegeben habt, dass ich das irgendwann mal auf die Kette kriege. Wie ihr vermutlich wisst, nehme ich die ganzen Sachen immer auf von meinem Livestream auf und irgendwas pinkt schon wieder hier. Aha. Da, wir werden angegriffen. Oh, oh. Oh nein, da ist auch die Munition alle. Naja, eigentlich wollte ich die ganze Sache sehr entspannt mit einer netten Anmoderation beginnen, aber funktioniert gerade nicht so gut. Aber gut, da müsst müsst ihr leben und müssen wir leben, dass uns das Spiel direkt quasi in die Mitte reinsetzt und einfach viel Action produziert. Ja, okay, wir schauen mal eben kurz in die Forschung rein. Logistik, oh, das geht noch schneller, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ja, ich habe Entladungsverteilung? Ui, ui, ui. Nee, persönliche Laserverteidigung. Das klingt erstmal ziemlich cool. Ist die Frage, ob mein... Ach komm, das machen wir einfach mal, oder? Wie viele Plätze braucht das Ding denn? 2x2, das kriege ich unter, oder? Ich glaube schon. Ja, wie ihr merkt, ich bin wieder vollkommen hochgradig sortiert und aktiv dabei. Ach, die Charlotta. Ja, weiß ich, dass das nicht so deins ist, das Spiel. Aber ich finde es trotzdem total süß und nett, dass du zuguckst. Und demnächst gibt es auch wieder Assassin's Creed für dich. So, okay. Es gibt nette Menschen auf YouTube. Ja, also dem Mythos entgegen gibt es wirklich Menschen, die da lieb und nett unterwegs sind. Und einer ist der Fabian, der gibt mir immer schlaue Tipps im Nachhinein, was ich gut machen könnte und wie ich es machen könnte. Und zank. Da ist zum Beispiel eine Geschichte. Ich bin nämlich noch den Tipp gegeben, dass ich meine Lautsprecher koppeln kann, und zwar an die an eine Anzeige, und dann bekomme ich was dazu, weil ich beim letzten Mal, wie ihr gemerkt habt, ein Alarmsignal bekommen habe und gar nicht wusste, was ich damit machen soll. Ne? Dem möchte ich mal vorarbeiten. Also gibt's den Hinweis, kein Strom. So. Okay. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ich könnte ja jetzt einfach mal den Strom ausstellen, aber nee, will ich nicht. So. Das Ganze machen wir mal. Ich sollte mal die ganzen internen Mauern abreißen. Auch fürs Öl. Der war das nicht, der ist der Lautsprecher. Oh, oh, guck mal, ich kann sogar... Ha, perfekt. So, dann haben wir schon mal was. Und... Ja. Oh. Oh. Ich hab's nicht mitgekriegt. Was da? Oh, ich habe keinen Laserturm mehr. Die Lasertürme, da bin ich auch noch mittlerweile, muss ich gestehen, echt skeptisch, ob das so eine schlaue Idee war für mich. Die haben zwar den massiven Vorteil. Batterien muss ich mir abholen. Die haben den massiven Vorteil, dass die
keine Munition brauchen, aber dafür Strom. Und das ist... Ich kann ja direkt ein paar mehr bauen, die brauche ich ja gleich wieder. Ja, wie gesagt, ich habe da den massiven Vorteil, dass ich keine Munition brauche, die sonst immer mal wieder sehr knapp ist. Okay. Oh, 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 oh. Jetzt wird es ganz schön Zeit. Ich laufe mal nach oben. Die brauchen zwar keinen, aber die brauchen halt haufenweise Strom. Und mein Stromnetz hat sich letztens verabschiedet. Nein. Oh oh, das auch nicht so gut. Ich muss da, glaube ich, mehr in die Verteidigung investieren. Vor allen Dingen, weil ich gerade nicht weiß. Oh, die haben die ganzen Mauern sogar ganz zerstört. Das ist manchmal blöd, man kann das nicht so gut sehen. Der nächste Angriff hier unten. Aber der wird abgewehrt. So, ja. Die Frage ist, reicht der? Der müsste den doch eigentlich... Ach nein, der setzt den nicht. Nein, ich baue nochmal eben einen Geschützturm. Und so einen Flammenwerferturm, den setze ich auch mal eben mit hier hoch. Ich habe noch genug Rohrleitungen dann. Ja, das ist nicht so mega sinnvoll, das gebe ich zu. Das so mitten drauf zu bauen. Oh, Ganesha, schön, dass du da bist. Entschuldigung, ich habe es gar nicht so schnell gesehen. Mein Mikro steht blöderweise davor. Schön, dass du da bist. Freut mich, dass dir das gefällt. Ich hoffe, du hast eine nicht zu anstrengende Woche gehabt und kannst dich jetzt aufs Wochenende freuen. Oh, ist doch wieder repariert worden. So, komm, pack das da rein. Den Flammengeschützturm. Komm, die packe ich mal hier vor, weil dann deckt er das trotzdem ab. So, da sollte einiges eigentlich gehen. Dann gucken wir mal, was der... Oh, ich brauche noch zwei weitere Lasertümer. Ah, und nicht genug Stahlträger. Nee, bevor ich das mache, das wird hier blöd. Das müssen wir anders nochmal. Eben kurz, bevor ich das vergesse. Ihr kennt mich ja, ich bin ja immer mal wieder völlig verschallert. Oh je, Ganesha, das tut mir echt leid, dass du nochmal... dass du gar nicht Wochenende hast. Also, erst morgen Nachmittag. Nee, die Woche... Also, und bei mir war die Woche nicht stressfrei. Ich hatte... Sonst mag ich meinen Chef echt sehr. Aber diese Woche hat mein Chef so viele Sachen verballert und vergessen. Und das hat bei mir richtig für Chaos gesorgt. Die ganzen Sachen, die ich deswegen zusätzlich erledigen musste, das war nicht so praktisch. Aber gut, ne? Er ist der Chef, darf entscheiden, was Sache ist. Der steht für die ganzen Sachen gerade, also... definitiv nicht die schöne Geschichte, aber da kann ich mit leben. Aber für mich ist... wo bin ich jetzt hingelaufen? Ich sollte nicht gleichzeitig quatschen und irgendwo lustig durch die Gegend laufen. Ach ja, das war mein Plan. Irg. Jetzt erinnere ich mich, ich wollte da oben das Kupferfeld erobern. Das da oben irgendwo ist, ne?
Irgendwo habe ich da oben ein Kupferfeld im Kopf. Das wollte ich erobern. Oh oh. Boah, jetzt wird es aber auch echt schlimm. Sag mal, ist der Spielsound eigentlich bei euch zu leise? Ja, samstags frei haben das jetzt tatsächlich das erste Wochenende seit 2 Monaten bei mir, dass ich samstags komplett frei habe und sonntags, also beide Tage. Ja, es gibt halt bestimmte Bereiche, da ist es halt nicht so luxuriös. Und nicht jeder hat zu jedem Zeitpunkt zum gleichen Zeitpunkt Wochenende. So. Oh, 90%. Das könnte also heute wirklich was werden. Das könnte aber auch noch fürchterlich vorher in die Hose gehen, im schlimmsten Fall. Wissen tue ich es leider nicht, ob das funktioniert oder nicht. Aber, hey, ach nee. Lasergeschützturm, den wollte ich noch hier hinstellen. Einer, der muss ja hier noch. Zumindest war er dafür angedacht. Und Strahlträger, die hätte ich eigentlich von oben direkt mitbringen können. So, zack. Dann geht mir das leuchtend orange nicht. Oh, oh. Okay, danke Ganesha. Dann mache ich mal alles ein bisschen lauter. Nicht wundern, jetzt gibt es komische... eigentlich sollte da was kommen. So. Jetzt müsste das überall ein bisschen lauter sein. Hoffe ich. Ja, doch. So, oder? Na, schauen wir mal, dass das jetzt ein bisschen mehr ist. Und ich wollte nach oben laufen. Ich wollte auch Stahlträger holen. Die liegen irgendwo in meiner chaotischen Lagerhaltung hier. Oder nicht? Doch. Ach. Ah, so. Jetzt kann ich auch wieder sehen, was ich baue. Schön. Zack. Packen wir. Ich hatte Stahlträger. Ich hatte nicht genug. Was ist das denn? Okay. So, dann gucken wir mal, ob das funktioniert mit der persönlichen Laserverteidigung. Ja, also sieht ja gar nicht so schlecht aus mit 90%. Also ich kann noch mal, wenn es noch lauter ist, dann kann ich es noch mal probieren, ein bisschen noch lauter zu machen. Nee, geht fast nicht mehr. Dann lasse ich mir fürs nächste Mal was einfallen, dass das wirklich deutlich lauter ist. Oder ich spiele mal eben an den OBS-Einstellungen rum. Einen Moment. Da geht vielleicht insgesamt was. So. Das könnte jetzt vielleicht besser sein. Ja. Ich glaube schon. Ich hoffe nur nicht, dass es zu laut ist. Und ich wieder hier irgendwo... So. Okay. Die haben wieder keine Munition. Und ich habe, glaube ich, auch nicht mehr genug Muni. Aber ich höre ja gerne auf die Tipps, die ihr mir so auf den Weg mitgibt. Und ich habe den Tipp bekommen, Linda, probier, wenn es irgendwie geht, mach die Sache mit den schweren Munitionen. Und das ist jetzt das Allerschlimmste. Ich soll Munition für einen Panzer bauen. Ich fürchte, das wird eine Katastrophe, weil... Leider muss ich sagen, weil... man für diese Rakete... Also das Kanonengeschoss braucht man Kunststoffstangen. Das ist ja überhaupt nicht das Problem, aber... Wir brauchen Sprengstoff. Und der Sprengstoff ist... Okay, Kohle, Schwefel... Ach, ich dachte, ich bräuchte Schwefelsäure. Oh, okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin heute.
Oh ja, Frostpunk Ganesha. Erzähl mal ein bisschen dazu, weil ich habe das auch schon gesehen, das Spiel, und habe gedacht, boah, das könnte super spannend sein, aber das Taschengeld ist gerade schon auf und der nächste Monat kommt erst gerade. Also das fand ich auch vom... Ich glaube, das Spiel könnte mir super von der Hintergrundstory mitgefallen. Ich muss mal wieder in mein heißgeliebtes Logistiksystem reingucken. Oh, ich habe nicht genug Schwefel im Logistiksystem. Sind die Kisten leer? Ja. Okay, ich habe mich gerade gefragt, ob ich das vercheckt habe. Aber nein, noch sieht's gut aus. So, Schwefel... Nein, Mist. Nein, nein, nein. Ich muss mir den Schwefel woanders mopsen. Weil ich hatte mir hier überlegt, okay, also Aufbaustrategie und du musst Ressourcen beschaffen, um eine Stadt damit aufzubauen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, das habe ich gesehen von Frostpunk. Das ist so ein bisschen auch natürlich so steampunkig aufgemacht, glaube ich. Und boah, ist bestimmt super spannend, weil es auch so ein bisschen Drama ist. Ich habe ja auch Beholder sehr gemocht. Wobei das auch immer ganz... Ja. Genau. Ach du, da gibt's einen Generator und ansonsten erfrieren die Leute. Oh Gott. Oh Gott. Das ist, glaube ich, echt auch da nur moralisch schwierig. Ich brauche einen filternden Greifarm in der Zwischenzeit. Und eine passive Anbieterkiste. Jetzt ist die Frage, der wird mir allen Schwefel da rausziehen. Der wird, nein, nein, tu den weg. Da kommt kein Schwefel mehr an. Das müssen wir umschalten hier. Als 3, dann nimmt er die raus. Warte, das müssen wir mal. Probieren wir mal andersrum. Ja. Warum sammelt der die nicht ein? Oh nein, der hat bestimmt ein Ding jetzt in der Hand. So, und du nimmst die, wenn... Nee, das ist blöd. Das machen wir anders. Der Fisch, die nehme ich sonst raus. Und ich hole mir die... Wie machen wir das denn sinnvoll? Da muss eine Logikschaltung hinter und ich muss jetzt mal... so tun, als hätte ich richtig was drauf in diesem Spiel. Oh. Okay, es gibt für Frostpunk 3 Szenarien, aber es wird gerade an weiteren gearbeitet und du hast 3 verschiedene Schwierigkeiten und dass es sich lohnt, alle durchzuspielen. Oh, ja. Dann schreibe ich das mal gleich auf meine Wunschliste für Mai. Das sollte vielleicht drüber gehen. Danke für die ganzen Infos, Ganesha. Vielen lieben Dank, das ist cool. Oh, bin ich mal gespannt. Dann kann ich das ja demnächst spielen. Habe ich ein bisschen mehr Zeit. Theoretisch. Also praktisch nicht, aber ne, dann muss ich ja, vielleicht spiele ich ja da nicht mehr ganz so viel Factorio. Oh nein, irgendwo bimmelt das. Ich komme heute nicht zum Tee trinken.
Ach, oh shit. Ja, das sollte ich vielleicht viel dringender lösen, bevor ich hier rumbastel. Dem Schwefel. Ich quatsche hier so lustig vor mich hin. Tata, und krieg halt nicht mit, dass mein Dingens nicht ankommt. Dass ich kein Eisen mehr kriege. Weil der ganze Scheiß kaputt ist. Und ich komme wahrscheinlich nicht dran. Okay, ich quatsch so viel. Aber okay, wir haben ja eigentlich nicht so richtig Stress, glaube ich. Habe ich noch Energiebrocken? Ja, habe ich noch einen. Den kann ich hier reinschmeißen. So, guck mal, kannst du auch noch mal was produzieren. So, ich wollte hier, da, genau. Den müsste ich ja mit dem Schaltungsdraht verbinden. Ach, das kannst du bestimmt, Ganesha. Also wenn ich das hab, dann spiele ich das auch. Also im Stream. So. Jetzt wird's spannend, ob ich das kann. Nein. Jetzt kaputt gegangen hier. Shit. Och, Menno. Zack, der sortiert die alle aus und der sammelt die nicht mehr ein. Boah, ich bin auch richtig dämlich. Da sind mehr als genug drin. So. Ich denke viel zu kompliziert heute. Das ist nicht clever von mir. So. Zack. Du packst den da einfach weg. Und wenn der den nämlich gleich nicht mehr drauf tun kann, habe ich trotzdem noch einen. Okay, der braucht schon mehr, als er da raushaut. So, dann arbeitet der das komplett nach. Okay, aber der sammelt da auch welche ein. Das ist ganz gut. Ich bringe einfach mal welche ins Inderwo, ins Logistiknetz von diesen blöden Kabeln. Das mache ich mal von Hand. Oh, Charlotte. Ach, deswegen hast du mir eine Nachricht geschickt. Okay, die habe ich noch nicht reingeguckt. Und? Ja. Aber ist doch gut. Jeder soll doch seine Spiele spielen, Charlotte. Worauf er oder sie Lust hat. Das wäre doch voll blöd, wenn jeder das Gleiche spielen würde. Also schon allein hier für die Menschen auf Twitch, die oder auf YouTube, die dann all das Gleiche gucken müssten. Ganesha, du findest echt Aufbauspiele und Survival entspannter? Okay. Also manchmal ist es ganz schön stressig hier. So gerade nicht, aber... ach ja, ich wollte Sprengstoffe bauen. Könnte ich ja mal zwischendurch machen. So. Okay, die nehmen wir nochmal mit. Nein, so war das nicht gedacht. Und so auch nicht. So, dann können wir das da einlagern. Und der persönliche Laserturm. Ich hoffe, das reicht. Warum ist der rot? Funktioniert der nicht? Aber er müsste in die Rüstung passen.
Vielleicht sagt er einfach nur, so. Was wollte ich machen? Ach ja, ich muss mir jetzt überlegen. Also ich kriege in mein Logistiksystem Wasser. Cola habe ich hier jede Menge. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwo Platz habe. Guck mal, hier ist eine passive Anbieterkiste. Da kann ich die reinpacken und gut ist. Ach komm, eine Packung nehme ich mir mit und laufe durch die Gegend. Aganesha, wenn man natürlich, das stimmt natürlich, das hat was Meditatives, wenn man hier so sieht, dass bei Factorio alles so alleine vor sich hinrauscht und sich gleichmäßig bewegt. Das stimmt, da hat es was Meditatives. Oh, guck mal, hier ist Kohle, hier ist Wasser, das ist doch perfekt. Und der Geschützsturm bräuchte er nicht. Also. Brauchen wir eine blaue Fabrik? Das zum Thema, es ist gerade wieder entspannt. Und die haben den Turm kaputt geschossen. Aber gerade noch alles gerettet. Super. Also eine Fabrik. Boah, bitte sagt mir, dass die auch die Dingens bauen können. Sprengstoffe? Hallo? Oh, nö. Wo steht? Ist das bestimmt eine Chemiefabrik, oder? Oder? Ja. Na toll, aber ist nicht so schlimm. Dann bauen wir eben eine Chemiefabrik. Kann ich Gott sei Dank. Und dann habe ich ja hier sowieso noch ein bisschen Platz. Und dann kann ich nicht nur die ganze Fabrik bauen. So, dann kann ich da den Greifarm noch einbasteln. Und Sprengstoff. So. Dann brauchen wir eine Anforderungskiste. Die habe ich noch nicht. Glaube ich, die ist ja, nachdem ich so richtig clever war und mit voll ausgerüsteter Geschichte versucht habe, die umzubringen. Das ist natürlich in die Hose gegangen. Ja, Charlotte, also ich weiß, du hast ja schon ziemlich viel von meinen Anfängen beim Factorio mitbekommen und da bin ich echt sowas von verschallert gewesen. Und wenn man die Profis teilweise jetzt sieht, ne, was die so machen und wenn du dir Leute anguckst, so die, was die so, oh, das ist blöd, dann muss man, ich habe hier keinen Empfang, ist aber, ach, das ist auf der Kante. So. Charlotte, wenn du dir Profis anguckst, die das wirklich drauf haben, ne? Da wäre ich immer blass vor Neid, weil die genau wissen, wie das alles so geht und wie viel man wovon braucht. Das ist echt super. Ganesha, also wir sind da schon ein bisschen ähnlich. So. Nein, boom, so. Ich soll nicht so viel Spiele zwischendurch spielen. Was wollte ich? Schwefel. So. Was brauchte ich denn für die Sprengstoffe? Sonst noch? Ach nee, die Munition, ne? Sprengstoff, Kupferstange und Stahlträger. Wenn ich das jetzt von vornherein clever gemacht hätte.
So. Dann wäre das auch gar nicht so unkompliziert gewesen wären. Oh ja, stimmt, Ganesha. Aber manchmal ist das Ganze, also die großen Streamer oder die Profis, manchmal ist das praktisch, da kriegt man Tipps davon, was die so machen. Warte, was passiert? Oh, 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 oh. Ich muss mir da, nein, und ich muss hier mehr Leitung unterirdisch legen. Ich muss da schwerere Verteidigung hinbauen. Die brechen nämlich jetzt gleich durch, bestimmt. Gerade nochmal gut gegangen. Also, nicht wirklich. Och man, denn da. Mach doch mal ordentlich. Hier. Nein. Oh, das ist immer so schlimm, wenn man zwischendurch... Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Dass ihr so, wenn ihr andere Spiele zwischendurch spielt, dass ihr denen die völlig die Steuerung verpeilt. Also mir passiert das ständig. Also seht ihr ja, ihr könnt ja mal gucken, wie ich das wieder verschallert habe. So. Okay, aber habe ich noch einen Flammenwerferturm? Ich glaube, ich baue den noch einen Geschützturm hier hin. Damit es hier nicht stressig wird. So. Und, lieber Chat, ich mache das auch. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich erzählen wollte. Egal, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Oh, 95%, boah, es läuft gut, Ja, eigentlich viel zu schnell. Ich habe gedacht, dass ich mindestens noch 2 Stunden brauche oder so. Bis ich da fertig bin mit. Aber gut, in der Zwischenzeit könnte ich mal. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Ah, boah, war eine anstrengende Woche. Ich gucke bei solchen großen Streamern, oder eigentlich sind das YouTuber, die so richtig gute Tutorials haben. Also ich gucke das auch nicht so am Stück, sondern eher, boah, wie machen die das, wie funktioniert das, okay, und dann erklären die das auf YouTube und bin ich voll glücklich, weil dann weiß ich, wie es geht. So. Wo ist meine Wasserleitung? Hier oben bei dem Kupfer habe ich das angefangen zu bauen. So, da ist die Kiste. Und jetzt baue ich die hier hin. Dann kann der das darüber lagern. Der kann. Ich glaube, ich baue direkt diese Monster-Dinger. Wie ich direkt Stahlträger haben und Plastik. Eigentlich bräuchte ich davon einen schnellen Greifarm. Den baue ich direkt damit. Und vielleicht wäre ich noch cleverer gewesen. Hätte ich direkt schon 2. Greif angebaut. Dann kann ich das nämlich in die Kiste auslagern. So.
So, muss man einmal umbauen hier. Das geht mir auf den Keks, dass ich hier nicht durch kann. So. Wichtige Dinge, die man ganz zum Schluss erfüllen kann. Charlotte, ja, bei Witcher und Dragon Age ist das natürlich blöd, wenn du dann aus Versehen dein Schwert ziehst und plöpp die Leute umbringst. Genau, das wollte ich eigentlich gucken. Nee, ich kann das nicht für den anfordern. Okay. Klick, klick. Nee, Lokomotive war hier nicht. Anforderung. 200. So, warten wir gleich mal ab und dann kriege ich ja bestimmt das. Weil jetzt wird's Zeit. Jetzt muss ich mal oben gucken gehen. Also Zeit nicht. Zeit haben wir heute genug. Wie gesagt, ich muss morgen erst... Oh, keine Munition. Oh nein. Wald und Kupfer. Oh shit. Oh shit. Nee, das wird aber hart. Weil ich müsste die jetzt hier abfackeln, um in das Kupferfeld zu kommen. Und da kann ich nicht mit dem Panzer nicht durchfahren. Und wenn hier dann Viecher drin sind, und die sind da vorne, oh oh, dann kommen die... Ich habe mich im Wald festgelaufen. Oh nein! Ich day! Jetzt habe ich mich in meinem eigenen Wald... Also, eigener. Ich mich im Wald verlaufen. So, kannst dich wieder besser verteidigen. Oh, das war schon praktisch hier. Boah, das ist cool. Sollte nicht durchs Feuer laufen. Boah, das ist toll. Warum ist das nicht vorher gebaut? Verdammt. Linda ist jetzt wieder überheblich und sagt, hey, ist total super. Und krieg sofort eins auf die Nase. Boah. Oh. Das ging aber gut. Charlotte, was ist bei TW3? Welches Spiel ist denn das? Das Schwert von den Wachen zücken? Ich habe gar keine Ahnung.